say that I'm a loner, but I just call it being free. I am my heart's only owner, or at least I used to be. 'Cause now a wildfire is raging deep inside. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 6. Heute ist Nikolaus und es gibt überhaupt nichts Besonderes heute für mich. Also für mich ist ja im Moment der 5. Aber ich habe dieses Jahr leider auch kein Special mehr geplant. Ich sage euch eins, ich habe einfach so viel zu tun. Ich weiß, ich jammere jeden Tag darüber. Es tut mir furchtbar leid. Aber es ist mir gerade schlagartig bewusst geworden. Deshalb habe ich euch noch ein kleines Special in die Infobox gepackt. Und zwar ist das meine ganz eigene Spotify-Weihnachts-Playlist. Also falls ihr noch ein bisschen in den Weihnachts-Spirit kommen wollt, dann folgt meiner Playlist und sagt mir, was ihr davon haltet. Macht die Playlist ganz laut im Auto an und feel the Weihnachts-Spirit. Mein Weihnachts-Spirit. Ich mag so diese amerikanischen Weihnachtslieder total gern. Eigentlich alles, was so in Kevin allein zu Hause spielt, finde ich delish. Delight. Keine Ahnung. Ich habe mir gerade was zum Abendessen gemacht und ich dachte, ich zeige euch mal, was ich esse. Ich nehme es heute nämlich mal mit auf die Couch, weil ich die letzten Tage irgendwie hier in meiner Küche gegessen habe und mich immer so einsam gefühlt habe, dass ich mich total überfressen habe. That's a thing. I don't know. Für mich ist das irgendwie so. Ich habe auch viel zu viel Spekulatius und Snacks da. Bei mir gibt es heute einen bunten Feschbotteller. Roggen-Sonnenblumenkernbrot von Lidl, eine halbe Avocado, zwei gekochte Eier, das mag ich zurzeit sehr gern, ein Stück Stremellachs, Feta, Hummus, Mais und Tomaten. Ich glaube, ich werde mir da noch ein bisschen Olivenöl drauf machen, ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann werde ich hier rumsnacken und dabei mal irgendeine Serie anschauen. Das habe ich jetzt ewig nicht gemacht. Ich habe mich gerade an der Nase gekratzt, deshalb ist die so rot. Ich habe vor kurzem angefangen, How I Met Your Mother auf Netflix anzuschauen, und zwar auf Englisch. Ich weiß nicht warum, aber früher im Fernsehen fand ich das immer ultra nervig auf Deutsch, aber auf Englisch finde ich es gar nicht so schlecht. Das erinnert mich irgendwie an die Serie Friends, die ich, seit ich sie durch habe, vermisse. Und zwar so sehr. Ich möchte wieder so eine leichte, nette, lustige Serie haben. Vielleicht gucke ich es auch einfach nochmal. Wie Friends. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann guckt das auf jeden Fall mal an. Und wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, dann sagt mir die auch gerne. Ich mochte ja sehr gerne noch Elementary auf Netflix. Seid ihr eher so Netflix oder Amazon Prime? Also ich habe nur Netflix. Danke, Mama. Aber ich komme damit eigentlich ganz gut klar. Also mir reicht das völlig. Ich mag das auch wirklich sehr gern. Da habe ich jetzt auch erst so einen coolen Film angeguckt, The Christmas Chronicles. Den kann ich auch nur empfehlen, auch auf Englisch. Super gut zu verstehen. Und heute bin ich auch wirklich zufrieden mit meinen Haaren. Mein Papa hat es nicht gesehen. Der hat nicht gesehen, dass ich neue Haare habe. Bei dem war ich heute auch mal wieder nach langer Zeit. Der muss leider gerade auch wieder das Bett hüten. Ja, da haben meine Mama und ich heute ihm ein bisschen Gesellschaft geleistet und darüber gesprochen, wie wir Weihnachten verbringen werden. Und das war gut. Das hat mir irgendwie so einen Stein vom Herzen genommen, weil ich einfach jetzt eine Weile nicht da war. Und das ist immer so ein komisches Gefühl. Ich bin jetzt ein Jahr lang jede Woche meinen Papa besuchen gegangen. Also für diejenigen, die es nicht wissen,
Ich habe ja letztes Jahr im Vlogmas schon einiges rausgelassen. Mein Papa hatte einen schweren Unfall letztes Jahr und sitzt jetzt deshalb im Rollstuhl. Jetzt ist er halt in Pflege hier in Ulm und muss derzeit leider das Bett hüten. Es ist schon ein bisschen einfacher geworden, aber es ist, finde ich, als Angehörige immer so schwer, wenn man wirklich nur zugucken kann. Man kann nicht wirklich viel machen, außer da sein, ein paar Sachen vorbeibringen, die Wäsche waschen. Ja, man kann nicht so viel tun. Ich bin mal gespannt, wie unser Weihnachtsfest oder generell unser Leben in 2 Jahren aussieht oder auch seins. Das würde mich sehr interessieren. Nero? Bubulein, was hörst du? Dein komisches Geräusch. Er liebt seinen Kratzbaum. Innig. Ich bin ultra froh, dass ich heute einfach mal einen Couchtag habe. Einen Tag, wo ich hier auf der Couch liegen kann und Serie schauen. Wirklich, das ist wahnsinnig schön. Macht ihr das oft? Ich mache es viel zu selten. Ich habe immer irgendwas. Irgendwas ist immer, ne? Und jetzt muss ich auch sagen, dass mein Trick mit dem auf der Couch essen super funktioniert hat. Ich habe heute auch kein Stück Süßes gegessen. Ich hatte die letzten Tage so krass schlimm Heißhunger auf Süßigkeiten. Ich habe es heute überwunden. Auch wenn ich 5-mal überlegt habe, mir jetzt was zu holen. Immer wieder ist in meinem Kopf gekommen, okay, nee, ist was Süßes. Nee, kein Shake, keine gebrannten Mandeln, keine Süßigkeiten aus meinem Süßigkeitenglas in der Arbeit. Und jetzt auch hier auf der Couch. Habe ich mich satt gegessen, mein Glas Wasser getrunken und jetzt ist gut. Ich habe hier meine Blankie. Ich glaube, ich habe mich immer nur überfressen, weil ich zu müde war, weil ich zu erschöpft war. Hungrig nach Entspannung. Deine Augen reflektieren voll krass. Ich werde jetzt auch mal meinen Laptop mit auf die Couch holen und dann mein Video bearbeiten, also dieses Video hier bearbeiten. Ich hoffe, euch gefällt das, wenn ich die Videos schön kurz halte, weil ich finde immer, so wie ich das letztes Jahr gemacht habe, dass ich so meinen kompletten Tag gefilmt habe, macht das Ganze nicht qualitativ besser. Ihr könnt mir ja gerne auch mal sagen, was ihr dazu meint. Ich sag jetzt Kuss und Schluss und wir sehen uns morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle zuschaut. Eure Lia.